Hallo Leute, es freut mich, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute gibt es das zweite Video in den Kochserien. Wenn euch das interessiert, dann bleibt unbedingt dran. Heute gibt es ein super leckeres, schnelles Nutella-Brownie-Rezept mit nur drei Zutaten. Super einfach und super gut. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, dann vergesst nicht, bitte mir einen Daumen nach oben da zu lassen und mich zu abonnieren. Ich würde mich wirklich sehr freuen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wir beginnen, indem wir den Ofen vorheizen. Und zwar stelle ich es auf Unter- und Oberhitze ein. Genau, und auf 180 Grad. Jetzt kommen wir zu den Zutaten. Und zwar benötigt ihr 3 Eier, 100 Gramm Mehl und Nutella. Dann kann es auch schon losgehen. Und zwar fangen wir an mit den Eiern und geben diese in eine Schale. Als nächstes kommt die Nutella hinzu. Und zwar habe ich etwa 5 Esslöffel hineingegeben. Ihr könnt auch etwas weniger reintun. Meine waren schon sehr schokoladig, aber ich mag das so. Also es bleibt euch überlassen. Wenn ihr es dann endlich geschafft habt und eure ganze Nutella reingetan habt, was jetzt hier so eine Weile gedauert hat, könnt ihr weitermachen. Und zwar habe ich jetzt als erstes das alles gut durchgemischt. Mischt es wirklich sehr gut durch, dann wird es einfacher später, wenn ihr dann das Mehl hinzugebt. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Genau, jetzt kommt auch schon das Mehl. Das gebt ihr einfach hinzu und rührt es dann vorsichtig alles zusammen um. Und ihr müsst dann weiter rühren und weiter rühren und weiter rühren, bis ihr am Schluss wirklich einfach eine schöne Masse habt. Es wird jetzt hier auch eine Weile dauern, also schaut es euch einfach an. Ihr seht jetzt langsam, wie das von der Konsistenz her aussehen sollte. Wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr auch schon eure Form nehmen. Und da ich keine passende Form hatte, habe ich einfach eine Ofenform genommen. Und da ich es mir immer ziemlich einfach mache, habe ich einfach Backpapier draufgelegt und habe die Form nicht extra eingefettet, was bestimmt schöner gewesen wäre, aber ich habe sie ja nur für mich gemacht, also passt das schon mit Backpapier. Gebt den Teig einfach hinein und verstreicht ihn dann mit dem Löffel, bis ihr die gewünschte Dicke erreicht habt. Jetzt kommt das Ganze auch schon in den Ofen, wie gesagt, bei 180 Grad im vorgeheizten Ofen ungefähr 20 bis 25 Minuten bei dieser Dicke der Brownies, wie ihr es jetzt hier seht. Dann bleiben die auch noch schön saftig und perfekt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.